Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zu meinem Einblick in Steel Rising. Steel Rising, heute Release-Tag, wie versprochen, nach meinem Beta-Unzock-Session gibt es jetzt einen Einblick in die Vollversion von Steel Rising. Ich bin sehr gespannt. Ich mochte die Beta. Ich habe auch alle Klassen getestet. Und ich muss sagen, meine erste Klasse war für mich die beste Wahl. Und genau mit der Klasse werde ich jetzt spielen. Also, legen wir los mit Steel Rising für die PS5. In der Bastille Edition. Weiteres. Ich hoffe, das Spiel wird ein Erfolg, dass es auch eine Fortsetzung kriegt. Wäre echt cool. Ein bisschen heller. Leider. Der Spielstand des P. Nee, das konnte man nicht übernehmen, okay. Hätte ja sein können. Kurz Option gucken. Untertitel ein bisschen größer machen, ja. Audio scheint in Ordnung zu sein. Dann legen wir los. Ich habe euch letztens in der Beta auch nicht gezeigt, was dieser Spielhilfe-Modus zu tun hat. Ich zeige es euch mal. Das kann man alles einstellen mit dem Spielhilfe-Modus. Man kann sich im Prinzip auch unsterblich machen. Finde ich an sich eine coole Idee. Für Leute, die mit Souls-like nicht so klarkommen, top. Aber für welches Spiel? Wir legen los. Mit Steel Rising. Diesmal mit Intros und allem drum und dran. Let's go. Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we to simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe? Vraiment? Where are the Chateau guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The king? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. Sephora, something inside me is crying out, telling me he's still of this world. At times, I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours.
So, jetzt haben wir noch Charakterentwicklung. Diesmal lasse ich mir auch ein bisschen mehr Zeit. Das Einblickvideo wird übrigens ca. 3 Stunden gehen, ne? Weil es ist ein großes Spiel. Und deswegen gibt es ein bisschen länger heute. Ja. Das ist halt unser Charakter, unsere mechanische Puppe. Denn man spielt ja hier kein Menschen oder sowas. Ich meine, jeder, der meinen Beta gesehen hat, meinen Beta-Einblick, der weiß, was das für ein Spiel ist. Emission. Guck mal das. Haare. Fand ich das hier eigentlich ganz cool. Boah, ich glaube, das bleibt auch dabei. Oh. Nimm das. So. Und weiß finde ich cool, also weiter. Und wie gesagt, ich habe in der Beta ja Leibwache gespielt. Und habe dann für mich selber die anderen drei Klassen nochmal getestet. Alchemistin ist auch ganz cool eigentlich, aber ich finde halt Leibwache, ich meine, hiermit kann man auch blocken. Aber nee, ich bleib bei Leibwache. Ich finde das gut. Das ist eine Stärkeklasse. Ich mache mir ja auch ein Stärkebild. Und deswegen bleibe ich bei Leibwache. Let's go. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. Yes, but it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish. I cannot lose you, Gabrielle. Not now. Aegis? Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. Go and find Vaucanson at his workshop. Ni les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the chateau grounds, madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. You wanted to find Vaucanson? Vraiment? What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère, only Vaucanson can undo. Ja, das war jetzt im Großen und Ganzen die ganze Story. Bis jetzt. Aber weiß, ob sich da noch viel ändert. So, Tutorial habe ich ja in der Beta schon vorgelesen, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal vorlesen für euch, oder? Ansonsten, guckt die Bilder. Da kam es doch an. Oh. Wie machen wir das rein? Das auch. Und das brauche ich jetzt nicht. Kameraposition ist gut, die ist genau drüber. Brauchen wir heilen. So. Das Gebiet kennen wir ja schon alles. Als ob der mich erwischt hat. Hat mich eben echt erwischt. Die Sau. Guck, ob sie noch mal irgendwas geändert haben. Naja.
fast one-hit. Nicht blocken, schade. Oh, das haut ja auch gleich um. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auch mit Frost spielen, weil Frost finde ich ziemlich stark in dem Spiel. Zumindest in der Beta. Deswegen hoffe ich mal, haben sie das gelassen, weil das war echt cool. Oh, schade. Backstep gibt es leider so nicht, nur wenn es rot wird. Rostiger Schlüssel. Da lag noch was. Das sind sozusagen wie bei Dark Souls die Seelen zu ploppen. Gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Da könnte man nicht lang. Zumindest jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das zum Level gehört. Ja, war da. Ups. Ich will das noch einfügen. Das sind sozusagen Tränke. Also das ist unser Estus Flask. Das sind kleine Tränke. Hab ich noch um. Ach ja, ich habe ja die Bastille Edition. Und da habe ich auch dieses Set hier, glaube ich. Ja. Ballons. Was Beutemultiplikator hat der sogar. Aha. Ich weiß, dass ich auch mal Rüstung verbessern kann. Waffen, ja, aber ich glaube. Ich glaube, Rüstung nicht. Der hat auch Multi. Oh. Aber was ist mit Beutemultiplikator gemeint? Ist denn das die Seele? Macht auch mehr Lebensenergie. Ah. Und ich habe auch schon neue Waffen. Skusskette. Was denn? Das war ein Waffenwechsel. Ah. So, was ist das denn für eine Waffe? Ah. Okay. Die muss man mal ausprobieren. Ah, deswegen habe ich auch so eine große Energie da als. Naja. Okay. Ist eine gute Mitteldistanzwaffe. Ja, deswegen habe ich schon gewundert, warum ich so viel Energie da unten habe. Ah ja, hier kam jetzt der erste Leuchtfeuer. Aber jetzt nur. Ja, genau. Okay. Leveln können wir leider noch nicht, sei denn ich verkaufe wieder was. Aber wir können uns ja mal ransetzen. Vielleicht haben wir ja auch durch die Bastille Edition Material. Ich glaub's zwar nicht. Aber das ist geblieben mit 1000. Da habe ich keinen Schlüssel. Echt die Schwerpunktkraft? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die ist geschick. Special gibt's auch bei. Der Beta, das ist die dritte Klasse, glaube ich. Und die ist auf Geschick. Aber die hat doch bestimmt irgendein Element, oder?
Betäubung, ja. Wucht für sich, nee. Leichte Waffe. Also die könnte echt noch interessant sein, die Diskuskette. Aber mehr kann ich im Moment nicht machen. Boutique könnte ich jetzt verkaufen. Die zwei. Ja, wie in der Beta, genau dasselbe. Eine Lebengranate und zack, habe ich ein Level. Okay, Ausrüstung. Nee, Klamotten kann man nicht verbessern. Heute Multipli. Oh. Okay, dann level mal. Wie gesagt, ich mache Stärkebild, also werde ich auf Kraft gehen. Zack. So, weiter geht's. Mal hier backsteppen. Zack. Aber ist bei dem Multiplikator jetzt die Seelen gemeint oder sind es die Materialien, die man einsammelt? Das ist eine gute Frage. Ach, hier kann ich nicht hoch, ich kann hier nur runter, okay. Hier ist echt verlobst hier. Hier läuft einer. Zack. Weg mit euch. Weit könnt ihr eigentlich sehen? Ja, okay. Ziemlich weit. Glaube ich, 3er oder 2er? 2er. Und er hat mich gesehen. Macht gut Schaden, das Ding. Aber dann muss ich natürlich auf Ausweichen gehen und nicht auf Blocken, wenn ich mit der Waffe kämpfe. Weil die kann ich blocken. Schlecht. Gab es in der Beta nicht diese Waffe? Die wird es wahrscheinlich im Spiel erst viel später geben. Aber da ich die Pastille Edition habe, ich lasse die gleich mal rein. Stimmt, die gab es ja den Hut. Und die Sprenggranate, das ist gut. Die würde ich mit ausrüsten. So. Winter. Ausrüstung, ja. Macht. Nur Feuer- und Blitzresistenz hoch, also ne. Bleibe ich erstmal bei dem Hut. Werde leider nicht ewig bei den Klamotten bleiben. Heilen muss ich nicht, kann weitergehen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich würde noch mal eine Runde laufen und würde mir noch mal ein Level holen. Hallo? Und das jetzt? Bisschen stärker machen, ist immer gut.
Freund. Fällt mir die Waffe. Deckert sogar ein bisschen. Hey, wo reicht's denn da? Wie brauchte ich 1021, gell? Komm mal her. Hallo. Machen wir's so. Echt? Mehr waren's nicht? Okay. Brauche kein Level, aber ich habe ja noch was zum Ploppen. Oder zum Verkaufen, weil ob ich so ploppe oder verkaufe, ist genau dasselbe. Zack. Und noch ein Level. Natürlich müsste ich auch auf meine Ausdauer gehen. Boah, hier, gell? Ne, Betäubung. Hier ist Ausdauer. Elan. Außen 100. Okay. Geh ich nicht nochmal nach rechts. Geh mal links. Ach Quatsch. Den. Stärker werden. Drehst du dich um? Hey du. Ja, wohl nicht wahr sein. Aber diese Fiolen mit 3 im Öl? Ganz schön viel jetzt. War so noch gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die ewig kommen oder ob die auch irgendwann weg sind. Ah, jetzt habe ich beide getriggert. Kein Ding. Easy. Kann man natürlich auch das reine Öl farmen, ne? 9. Was jetzt? Wollte ich jetzt keine Farming Session einlegen. Das kann doch noch blocken, während ich angreife. Munition sammle ich gerade auch wie blöde. Eine Runde mache ich noch. Geht's weiter. Hallo. Ganz schön weit das Ding.
Hätte jetzt theoretisch wieder ein Level drin. Yep, ich hab ein Level. Farbe ändert sich sogar. Ich glaube, wenn du ein Level hast, wird es dann so grünlich. Oder gelblich? So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen gut ausgerüstet. Jetzt können wir weitergehen. Die nehme ich mal mit. Oh. Da hin. Da. Und da kommt noch einer. Das ist ganz schön oft was fallen, kann das sein? Auch wenn es meistens nur Munition ist. Okay, man kann mehr als 10 tragen. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. So. Also dem kommen wir leider nicht. Dem großen, weil wir das Werkzeug für hier noch nicht haben. Diese Objekte zu zerstören, brauchst du ein Werkzeug. Eigentlich könnte ich da übelst drüber springen, aber der hält sich leider nicht fest. Ah, na gut. Kämmer doch. Ja, hier kam auch gleich der erste Boss, gell? Hier war, glaube ich, eine Hose drin. Oder so? Ah, ne. Langlebigkeitsmodul. Das. Energie ist immer gut. Granitpflasterstein. Was war das nochmal? Hab vergessen. Inventar. Lose Pflastersteine können auf Gegner geworfen werden, um den Aufmerksamkeit zu erregen. Also wie bei Hiro, diese Steine. Ne, wo waren das? Gab's gar nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. Ja, wenn es viele sind auf einen Haufen, können wir es halt dadurch trennen. So, jetzt kam ja auch der erste Miniboss. The Swiss Guard killed by the automats that replaced them. Kapitän de Gros, Gouverneur der Freie, bestätigt, dass kein Befehl erteilt wurde, ihre Kompanie durch einen Trupp Automaten zu ersetzen. Daher weise ich sie an, bis auf weiteres Abstand zu den Maschinen zu halten und mir jedwedes Zeichen von Feindseligkeit zu melden. Greifen sie nicht an, solange ihre Majestät, der König, Königin keine Gefahr droht. Verstärkung ist unterwegs. Leutnant Colonel de Bachmann, stellvertretender Kommandant des Place de Saint-Claude. Ha. Na gut, dann komm mal her. Gut ausgewählt.
das ist mit viel Ausdauer. Ah. Nutzen. Das macht Schaden, Junge. Ah. Jetzt übertreib's mal nicht. Doch mal bei der Waffe. Neben. Die von Jodo, mein Freund. Dick. Modulschlüssel. Könnt ihr ja lesen, ich habe ja schon mal vorgelesen. Halbe Stunde haben wir schon. Ja, auch schnell voran heute. Kurz filmen. Weg. Ja. Also oben. Oder so. Oh. Gut, weiter geht's. Wir haben jetzt durch den Kampf. Hier ist auch noch einer, der sich Gott sei Dank nicht eingemischt hat. Durch den Kampf haben wir jetzt ein Leuchtfeuer freigeschaltet. Belehrungselixier. Das war nochmal. Gegen Blitz war das. Oh, jetzt nicht. Oh, der war Level, oder? Ja. Da ist grün. Also Level. Grün-gelb. Ja. Konstruktion erhöht auch den Beutemultiplikator. Aha. Und den Zustandsmultiplikator. Er ist schon auf 2. Oh. Ups. Ich habe vorhin aus den Konstruktionen gelevelt. Ups. Na dann brauche ich Elan. Oh. Ich hätte vorhin Elan gelevelt. Was wird doch aus den Konstruktionen? Naja, aber ist auch interessant. Würde ich auch mal im Auge behalten. Robustheit ist Leben. Hab mich ja, was Maximalstufe ist. Hä? Noch was? Ja. Hatte ja einen Schlüssel. Hier fehlen mir leider noch die Bronzebahn. Und hier habe ich auch noch nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, das spawnt ja neu. Läuft ja halb. Hier gab es aber ein Oberteil, glaube ich. Zurück. Hier gab es eigentlich eine coole. Ah! Da hätte ich dann die Kette nicht mehr. Oh, die Waffe ist gut, weil die macht Frostschaden. Hm.
Ja, mehr Leben. Ja, können wir auch nochmal lesen. Alter. Das ist schon echt cool mit dem Frost. Das haben sie nicht geändert. Finde ich gut. Neues Gebiet, Laterne. Oh ja. Blockiert. Ich glaube, ja, da kommt man auch noch hin. Ich glaube, ich weiß, wann das ist. Ich habe gleich Hut und Oberteil. Ja, hat halt Panzerung, ne? Macht Ausdauer hoch. Und der Multiplikator geht runter. 0,01. Das ist okay. Panzerung. Ausdauer hoch. Das ist halt eigentlich geil. Eigentlich ist das besser. Macht aber auch Multiplikator hoch. Ne, macht's runter, oder? Das macht's hoch. Oh ne, ich finde das okay. So, jetzt kommt ein echt ekliger Gegner. Der hat mich damals fast umgebracht, der Peter. Der da oben hängt. Hättest du schon mal gleich vergessen, dass du dein Feuer machst? Ja, ist echt nervig. So, da ist zu. Kommen wir aber auch noch hin. Aber ich hätte nicht beide kommen brauchen. Beide habe ich gut. Nicht umgefallen. Ah, Ausdauer, Alter. War irgendwas hier? Nee. Ah, noch so einer. Ah, hat nicht mehr funktioniert. Weg. Aber ist schon. Das ist echt nervig. MSK und der Kompass, genau. Der zeigt mir ja an, wo ich hin muss. Können wir ja mal reinmachen. So hoch brauche ich nicht, weil man ganz oben wo ein Werkzeug da braucht, da hoch zu kommen, und das habe ich noch nicht. The riverbank is just beyond this wood. Gab auch leider noch nichts. Oder? Gab's da was? Ich glaube nicht.
Nee. Weil man da ein Werkzeug braucht, was ich leider noch nicht habe. Das heißt, man muss später nochmal herkommen. Oh, da liegt ein Zettel. What? Kompagnons, Kameraden, im Namen der Nation gebietet die Ehre, dass wir die Arbeit niederlegen. Der König droht seine ausländischen Regimenter in die Hauptstadt zu entsenden. Wollen wir den Bau einer albernen Laterne fortsetzen, während man unsere Brüder 4 Wegstunden von Saint-Claude entfernt abschlachtet? Es ist Zeit, die Werkzeuge wegzuwerfen und zu den Waffen zu greifen, nach Paris. Gleichheit oder Tod, die Freiheit wird die ihren erkennen. Was Citron, Burel, Steinmetz und Patriot. Okay. Haben die Arbeiter zu den Waffen gegriffen. Neues Gebiet, Wald. Kaufen, keine Essenz kaufen. Ja, um seine Seelen halt zu saven, ne? Das wird später bestimmt auch noch wichtig werden. Oh. Aber bei. Kauf mal. Flaschen. Ja. 16. So, dann gehen wir mal durch den Wald. Okay. Hey du, komm mal her. Oder so. Weiß, was du kannst. Genau das. Nein, erwischt mich. Gut, dass die umfallen. Oh, ich brenne ja. Da hab ich jetzt geschlafen. Da setze ich mich nochmal hin. Immer besser machen. Boah. Boah. War komplett leer. Na, warte. Hallo. Schlüssel war das, glaube ich, gell? Matschschlüssel, oder? Ja. Durchschlüssel. Da oben war ich gerade. Bitte was? Also wäre schon eingefroren gewesen. Das ist sehr effektiv. Machen wir den großen hier. Da bitte einzeln. Nein. Als ob. Ey, Junge. Der lässt sich nicht so leicht staggern. Alter.
Speer. Okay. Oh, nicht cool. Die Waffe verbessern. So, da kam ich her. Hier ist, glaube ich, noch geschlossen. Ah. Weil war ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Weil hier rechts hoch ging es ja hoch zu dem Anfang da. Okay. Ich würde sagen, ich verbessere mal eine Waffe. Ja, sehen hätte ich auch gut. Ja, nicht kaufen, verkaufen. Oh. Ich würde gern. Ah, ich habe den Bronzebahn noch nicht. Ah, nee, diese Überred kann ich ja verbessern. Genau, jetzt habe ich 3. Mal Level? So. Komm her. Mal was? Ach ja. Okay. Können wir ja auch mal einsetzen. Da. Ja, habe ich nicht. So, machen wir die jetzt alle nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der Pistole den Auborn hitten kann. Das überlebt hat. Ich. Huh. 84. Den großen, den frieren wir jetzt ein. Oh, war knapp. Er ist auch schon tot. Hallo? Na, Frechdachs. Aber auch sehr langsam. Hm. Hier noch irgendwas? Nee, gell? Ja. Aber gut. Das ist sehr oft Munition fallen, was schon mal sehr gut ist. So, wo ist der Feuerspeier? Nehme ich auch noch mit. Ah. Geht's weiter? Gegner? Nee.
Fiole. Riecht doch hier voll nach Falle, oder? Echt viel Energie, die Lappen. Der einzige hier. Okay. Jetzt ab. Da hab ich doch. Jetzt so einzel. What? Bebel und Fauchon. Geschicklichkeitswaffen. Interessant. Oh, ich bleib bei der. Ich hätte gern meine starke Waffe, die hier, als Frostwaffe. Das wäre cool. So. Ja, wir haben jetzt hier alles geklärt. Den Brunnen konnte ich leider nichts machen. Und weiter. Ach, jetzt kommt der erste Boss. Na dann. This boat will take me to Paris. Auch bei Bossen funktioniert. Macht zwar ein bisschen einfacher, aber die sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ja, gleich die komplette Ausdauer weg. Bleib ich lieber doch bei Frost. Geht aber auch nur so lange, wie man Munition hat, ne? Oh, eine da, ja. Seelen gab der. Aufladestabilitätsmodul. Brauchst du aber Stufe 2. Nebenaufgaben. Echos, Notizen. Almanach.
Halt Hintergrundinformationen über Orte, Gegner, Schlangen. Okay. Steckt echt viel Arbeit in dem Spiel, muss man sagen. Jo, ich glaube dann. Springgranaten. Ich kann noch durchstechen, okay. Oh, hier ist nix. Ah. Schade. Gut, hier sind wir erstmal fertig, aber wir halten fest, es gab noch zwei Sachen, wo man Werkzeug braucht. Was ich leider noch nicht habe. Dann, let's go, halt. Besser? Ah. This boat will take me to Paris. Ja, weiß ich. Let's go. Des Invalides. Tote Pferde da unten. Böse Maschine. Lusttauglich Trophäe erhalten. Erreiche Paris mit dem Boot. Neues Gebiet, Gros Caillou. Und ja, das habe ich nicht vergessen, dass man hier drüber kann auf die Insel. Denn hier liegt ja noch was. Postgranaten. Die sind Gold wert. Echt jetzt? Ah, meine Seele. Aber die liegen echt günstig. Mein Gott. War knapp. Halten wir fest, der erste Tod. Boah, das Wasser. Weil ich nicht besiegt habe. Ja, und dieses Dorf hier ist sehr verwirrend. Ach, jetzt gibt es ja auch Hunde, gell? Oh. Schönste Gegner hier. Noch einer. Ich weiß auch schon, für wen ich diese Granaten benutze. Für die nervigsten Gegner hier. Okay. Gehen wir erstmal ins Leuchtfeuer. Warte, nicht mehr einer. Oh, da liegt noch was. I will only be able to locate Monsieur de Vaucanson's workshop from an elevated position. Stimmt, hier gab es ja auch Zivilisten, die in den Häusern Hilfe brauchen. Blockiert. Da weiß ich, wo das ist. Das ist echt nervig. Mal Level.
wäre für Ausdauer. Wenn ich mehr blocken kann und nicht mehr alles abgezogen wird. Plus 7. 1700, ey. So, jetzt haben wir erstmal alle Modulplätze freigeschaltet. Ich noch ein Level? 3. Oh, das sind nur 250? Oh, 2500, ah, ne. Das macht 750. Wie viel brauche ich? 1,7. Ne, es reicht nicht ganz. Aber wir können noch anderes Zeug verkaufen. Ich hätte gerne noch ein Level. Na gut. Müssen wir erst einmal kämpfen. Kann man den ja nochmal machen. Müsste ich jetzt noch 5-mal machen, dann hätte ich noch ein Level, aber naja, gehen wir weiter. Ja, noch ein. Da läuft der Hund. Warte mal, hier links war auch ein Hund. Komm mal her. Sitz nicht. Bin nicht. Ja. Fahren kann ich mich selber. Hat er schon die ganze Zeit auf dem Rücken so einen komischen Käfig gehabt? Flasche. Trinkflasche. Gab's die in der Beta auch schon? Hä? Hier gar nicht. Ach so, eine Quest, eine Nebenaufgabe. Oh, ich hab fast ein Level. Na ja, du Hund. Ich wusste es, Zweier. Viel aus. So. Ja, wie gesagt, mein Level jetzt voll. Ich werde nochmal auf Ausdauer gehen. Oh. 1950. Eine Fresse. Was? Keine Lust. Immer beide. Hey. Deines Arschloch. Fisch. Hab ich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert.
Oh, immer beide hier, kann das sein? Besser. Ihn auch noch mit? Ja, komm. Warum nicht? Gut zählen. Geht eigentlich? Oh Gott. Nimm ich. Ja, auch noch was? Da ist wieder zu. Das sind so nervige Gegner, ey. Er gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das spricht meine komplette Abwehr. Okay. Hier müssen die eigentlich immer zu zweit kommen. Gut, dass ich nur staggern kann, ey. Das ist echt nervig. Irgendwas gemacht? Nehm Granaten. Oh, auf die Bäume achten, nicht, dass die von oben runter springen. Ja, hier ist wieder so ein Flammentyp. Fällt mir nicht. Weg. Au. Oh, Schinger. Sehr viele Schüsse, ey. Hallo. Lenz eines geringen Geistes. Für die ist Ringflasche. Bronzebahn, jawohl, kann meine Waffe verbessern. Gib mal der mal das Trinken. Water, see you play. Here is something to quench your thirst. Praise be to God. Bless you, whoever you are. Take this for your trouble. 5 Lehmgranaten. Hab ich schon 10, oder? Oh. Jetzt. Und Shortcut.
wir wieder am Anfang, oder? Ja, da unten ist das Leuchtfeuer. Hier waren die zwei Hunde, genau. Hat das geklärt, geht's jetzt hier lang. Richtig backsteppen. Na, mir ist einer. Verstohlenheit in Person. Bereiche 20 Gegner mit verstohlenen Angriffen. Ja. Ne, das war der Große hier drüben, den ich gehört habe. Guck mal, wo wir jetzt hinkommen. Ah, der ist so nervig. Das spricht meine komplette Abwehr. Mal sehen, ich habe jetzt mehr Abwehr als in der Beta. Gucken wir, ob das was bringt. Ja, einmal ja, beim zweiten Mal nein. Brauche ich da viele Schüsse. Und er hat so viel Energie, ey. Ah. Bei denen ist man mit Ausweichen wahrscheinlich besser dran. Ah, so nicht. Der ist echt gemein. Bei dem wäre halt die Kettenwaffe, glaube ich, vorteilhaft. Ich weiß, ob man nur zwei Waffen nehmen kann. Drei wäre cooler. Viele Tote. Handgranate. Kommt noch so einer. Gehen erstmal hier gucken. Gemin die Easy. Hier kommen wir noch nicht durch. Kommt man, glaube ich, schon von der anderen Seite durch. Machen wir auch schon das weiter oben. Ladestelle. Komm her. Hier sind echt komische Dinger. Das Angriffsmuster merken. Der Angriff ist gut, ich kann auch heute was machen. Apparaturmodul Gusseisen. Dieses Modul ermöglicht es, durch kritische Angriffe eine kleine Menge Leben wiederherzustellen. Klingt gut. Gut, haben wir das hier geklärt. Dann zum nächsten großen.
Der ist da. Ah. Ein Gegner. Oh ja, was ist das? Ich glaube, der Große hier war nicht alleine. Ah. Dachte ich mir. Immer so Stein probieren. War zwei, ja. Natürlich. Komm her. Nein. Das war easy. Du Kollege. Oh, der hat auch schnell gemacht. Keine Freunde. Feuerkette. Ja, das ist ähnlich wie die eine Waffe, die ich auch habe. Und noch ein Bronzebahn. Ich habe schon zwei. Und ich könnte. Oh, ich könnte ja mal verbessern. Jetzt kommt eine nervige Stelle. Komm her. Drei Lehmgranaten. Jetzt kommt eine Stelle, die fand ich in der Beta sehr schlimm. Weil ich werde beschossen und so ein Großer ist da unten auch noch. Aber den Großen werde ich mal herlocken. Großer. Da. Mal her. Hallo. Mehrmals rein. Aber wenn man weiß, wie sie funktionieren, dann geht's eigentlich. Ja. Ich weiß, oh, er kommt sogar runter. Ich weiß, dass er noch einer ist. Da hängt es ein bisschen fest, oder? Na ja. Ach, zu schießen. Ich kann auch schießen. So macht man das.
dich mal. Ich habe die Stelle jetzt ein bisschen besser gelöst als in der Beta. Aber hier war noch einer. Kleiner. Da. Ja, viel Schaden macht der jetzt irgendwie auch nicht mehr. Na komm. Was hält aus? Denn seines tapferen Geistes. Sind wir von hier gekommen? Ja, genau. Dann ist jetzt hier geschlossen alles, aber ich kann jetzt hier, glaube ich, irgendwo einen Shortcut öffnen. Da. Eigentlich würde ich mich gern dran setzen, aber dann leben die alle wieder. Nervt. Ich geh erstmal weiter. Denn wir müssen hier hoch. So weit habe ich in der Beta auch noch gespielt. Oh, neue Klamotten. Neue Hose. Panzerung geht halt gut hoch, aber mein Multiplikator geht halt leider runter. Echt schade ist. Aber ja, war doch klar, dass die nicht ewig hält. Oh, hier geht er wieder hoch. Dann nehmen wir das. Die Feuerkette noch, ja. Die Waffen könnte ich theoretisch auch verkaufen, die ich eh nicht brauche. Mal kurz Kompass. Das ist Nebenquest und das ist die Hauptquest. Oh, dann. Walter. Können wir mit fast 3000 sehen, einfach mal Walter. Ich gebe dir nochmal einen Shortcut. Zehn Stück habe ich schon. Schmeckt. Oh. Ah. Nervst. Damit. Komm lieber ran auf den Meter. Shut up, everyone. Someone's coming. Oh no, no. Another one of those evil machines. Und Hunde natürlich. Komm mal anders mal. Ja, genau. Bitte hier kämpfen. Gut, dass ich die interrupten kann. Als ob. Auf zu schießen, du Arsch.
Liegt hier. Einwohner von Paris, Louis, durch die Gnade Gotteskönig von Frankreich und Navarra, stellt hiermit fest, dass die gesetzwidrigen versammelten Vertreter des dritten Standes weiterhin aufrührerische und verbrecherische Ideen verbreiten. Das ist sehr viel zu lesen. Ihr könnt ja selber lesen. Ist noch viel zu früh, mir zu viel zu lesen. Was seid ihr für welche? Kann ich mit euch reden? Shut up, everyone. Okay. Someone's coming. Oh no, no. Another one of those evil machines. Hier wird zu sein. Oh. Ah ja. Willst du ihn hier verarschen? Oh, nö. Das ist ein großer. Ist gar nicht pausiert das Spiel eigentlich? Wenn ich Pause drücke. Ja, tut's. Finde ich gut. Zwei Stück. Seid ihr offen? Ein Stück ist übel. Und Hundi. Jetzt ganz eigentlich so gefährlich. Ja, was nein. Shortcut? Ja, perfekt. Perfektes Timing. Ganz am Anfang sind wir jetzt wieder. So, als allererstes Waffe verbessern. Nehme ich die hier. Zwei Stück, ey. Brauchen wir noch eine Bronzebahn und 3000 Seelen, Alter. Können wir auch verbessern. Ah. Leveln oder? Ja komm, Schusswaffe verbessern. 2, 5. Okay. Können wir noch was machen? 500. Gehen wir noch ein Level zusammen. Nicht ganz. Aber was ich machen könnte, wäre halt die Waffen verkaufen. Wow, die DLC-Waffen geben 1. Ausrüstung kann man auch verkaufen. Hm. Da ich mich wahrscheinlich eher auf die beiden nur konzentriere, könnte ich das hier alles verkaufen. Auf Geschicklichkeit gehe ich eh nicht. Ich verkaufe die jetzt mal. Oh, na gut, die beiden kann ich behalten. Genau. Können wir nicht mal leveln. Ich gern Kraft. Beides auf 5. Hey. Hier habe ich beide, so rum. 2 brauchen wir schon. Oh. Brauche ich Schlüssel? Okay.
Warum habe ich hier noch einen blauen Punkt? Gusseisen gibt 2400. Oh ja, aber. Aus irgendeinem Grund ist hier ein blauer Punkt. Egal. So. Aber bevor wir weitermachen, mache ich jetzt mal kurz eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Bis gleich.
So, da bin ich aus der Pinkelpause wieder zurück. So, Moment. Kamera anmachen. Zack. Da bin ich wieder. Hallo. So hoch, okay. Ja. So, bin wieder da. Was trinken geholt. War auf Toilette. Und ja, machen wir weiter mit Steel Rising. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es dafür, dass es von Spartos ist, die ja mit Greedfall schon einen Namen gemacht haben, eigentlich ziemlich geil. Hätte ich nicht gedacht. Gibt so viele Souls-Likes, die alles nachmachen von From Software. Und das Spiel, muss ich sagen, gefällt mir sogar besser als The Search oder Lords of the Fallen. Gut, Nioh ist cool, aber für meinen Geschmack zu viel Pam-Pam und auch sehr schwer. Das hier ist angenehm bis jetzt. Wird bestimmt noch schwerer. Aber okay. So, wir haben jetzt das gemacht, das gemacht. Da lang, ja? Da, jetzt kommen wir mal die Hunde. Ah. Oh. Ah, nicht beide erwischt. Au. Ey. Das war knapp. Drückt man zu spät halt dieselbe Taste, dann schlägt die irgendwie nicht mehr zu. Finde ich schade. So, jetzt kommen die beiden. Da wird Spaß. Gegner? Hier hinter? Nee. Handgranate. Auch noch nicht eingesetzt. Komm mal her. Mittlerweile habe ich ein bisschen zerschaut. Nee, das nicht. Zweimal. Der lange Kettenangriff ist gut. Da kann ich sogar einen aufgeladenen machen. Nein! Oh, blöd, der daneben geschlagen hat. Tschüss. Ah ja, mittlerweile komme ich mit denen auch klar. Mal jetzt drei sammeln, ne? Ein Hommage an den Marquis de la Fayette von Monsieur de irgendwas. Melodie von Abel Glesser. Oh. Nicht wirklich sehr interessant. Die Story beitragend. Schreibt ihr jetzt? Ah, da, einen Moment.
So, weiter geht's. Wo kam ich denn jetzt? Schau mal hier oben. Da oben bin ich schon rumgelaufen. Genau. Oder? Ah, oh. Ah, okay. Ich nehme mich mal mit. Oh, er ist ja schon gefroren. So. Genau, ich kam von da. Gut. Geht's weiter. Irgendwas? Nein. Jede Ecke muss man hier gucken. Hier kam ich her, gell? Nee. Also kam ich schon, aber da war ich noch nicht. Alles verwegen. Oh, hier brauchen wir wieder Werkzeug. Muss ich mir echt merken, dass ich das überall nochmal erkunden muss irgendwann, wenn ich denn das Werkzeug habe. Oh, neuer Gegner. Das Feuer geht nicht durch meine Abwehr. Gut zu wissen. Lieber Chakes, ich habe mehr als eine Stunde auf dich gewartet und kann mich jetzt nicht mehr gedulden. In Les Invalides nicht mehr als 60 Schritt von hier wird gekämpft. Ich werde nicht herumstehen und zusehen, wie meine Landsleute. Okay. Meine Pistolen sind geladen und die Befehlsbrücke, die wir errichtet haben, wird lange genug halten, dass ich zu ihnen stoßen kann. Ich hoffe, du findest mich bald und schließt dich unserem Kampf an. Solltest du zu spät eintreffen, bitte habe die Güte, Gott meine Seele anzufehlen. Dein Bruder Laurent. Verschlossen, oder? Naja. Ah, das ist der große Hof jetzt. Da gibt's echt viele Gegner. Kam jetzt von hier, genau. Ah, hier ist das mit der Falle. Das weiß ich auch noch. Weil sie an Bäumen hängen. Die Säcke. Komm her. Ah ja. Hier mich auch. Wieder voll reingetappt in die Falle. Effizientes Auflademodul 2. Wählt sich den physischen Schaden. Für voll aufgeladene Angriffe. Warte mal. Kam jetzt von hier, ja genau. Da war zu, also da lang. Wo ist der jetzt hin? Ja. Oh, mittlerweile schon noch zwei Seilen. Jemand? Wer will, hat noch nicht. Sprenggranaten. War schon 9.
Okay. Gehen wir jetzt mal in den Ort, den ich damals gemieden habe. Mit Kämpfen. Weil hier echt viele sind. Für dieses Mal werde ich sie mir holen. Haben wir schon zweiten. Ja, vor dir habe ich jetzt auch keine Angst mehr. Wenn sie einzeln sind. Weil hier sind schon zwei. Komm her. Willst du nicht? Kannst du nicht? So, der andere da kommt nicht. Komm her. Komm ein bisschen hierher. Hat aber auch viel Energie, der Junge. Den habe ich das Gebüsch gekickt. Den braucht man nicht Geduld. Hier was bewacht? Bist du bestimmt nicht alleine? Ich kann zwei hier machen, okay. Da gehen sie ein bisschen schneller. Habe ich jetzt lange gebraucht. So. Hier. Das ist easy. Das war's hier. Warum hatte ich so viel Angst bei der Beta vor denen? Oh, einer. Ei, ei, ei. Wie gesagt, die Klasse ist zwar ein bisschen schwerfällig, aber dafür haut sie ordentlich rein. Guck mal, was wir da haben. Wieder was mit Werkzeug. Also in das Gebiet muss ich definitiv nochmal zurück. Das ist jetzt schon das Hörse, wo man Werkzeug braucht. Da kam ich. Okay. Könnte ich da eigentlich Shortcut öffnen? Nee, ja. Oh, hier liegt sogar noch was. Doch, kann ich. Das mal auf. Für 2410 bei den Level. Machen wir hier. Alter, der mich verarschen will. Hä? Hallo? Eigentlich müsste er tot sein. Okay. 21 Fiolen schon, Mensch.
noch irgendwas hier? Hier sind die Pferde. Hier ist du. Hier müssen wir hin. Ja, da hoch komme ich leider nicht. Eugene de Vaconzes Werkstatt. Komm ich hier hoch? Komm da nicht hoch. Auch nicht. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Außen einen Weg hineinfinden. Plus 10 Rüstung. Oh. Ja, aber hallo. Ja, damit. Sponsor. Aber hier blockiert ist. Okay. Wir sind jetzt auch wieder ungefähr fast so weit wie bei meiner Beta. Davon bei. Wir fügen diesen Brief einen Schlüssel bei, mit dem der leidende Mechaniker sich frei in der Fabrik bewegen kann. Fabrikschlüssel. Hubsteg reparieren. Warte mal. Okay, und hier? Müssen wir auch mal alles nochmal nachlesen können. Oh, tut. Aber das sind zwei verschiedene. Okay. Großkatzen. Die sind immer noch die schlimmsten. Aber mittlerweile weiß ich ja, wie sie gehen. Learning by doing, ne? Dann können wir den Shortcut aufmachen. Fabriken. Geht es natürlich nicht lang. Hier war, glaube ich, aus Sackgasse. Die hatte ich irgendwo versucht, mal da hochzukommen. Kann man nicht durch. Also, ich meine, das Ding hier wahrscheinlich. Fahrstuhl. Okay. Wir haben mal das Leuchtfeuer. Ich hab mal kein Level. Geh noch. Schon, oder? Oh, der grüne Punkt hier da. Blitzgranate. Ich habe ein Level. Brauche ich jetzt nicht. Was ist eigentlich Frostschaden? Macht irgendwas Frostschaden hoch? Nein. Was skaliert denn eigentlich die Waffe? Skaliert Alchemie. Ah, ist schlecht. Ich. Da ist das hier, müsste ich leveln. Leider nein.
Dann machen wir es auch noch auf 5. Machen wir 5, 5. Ausgeglichen. Level 16 schon. Okay. Oh, der blaue Punkt. Warum? Oh. Wegen der Waffen. Ich kann die Waffen mal zurückkaufen. Holzfelder, das ist geil. Aber nicht mein Typ. Fünffahrstäbe. Oh, man kann auch Rüstung kaufen. Oho. Aber schlecht. Schule kann man auch kaufen. Oh, Habgier-Modul. Ey. Das hätte ich gern. Schlüssel kann man auch kaufen. Nett. Nett, doch. Wollte ich sagen. Ah, ne, halt, ich habe ja nur Modul gekauft. Ab hier. Zack, gib mir Seelen. Oh, beiden. Weiter geht's. Hier war ich dann bei meiner Beta. Plus. Ein Stein. Auf zu schießen, Mann. Hey, du, komm mal her. Was man im Spiel lassen muss, es ist sehr verwinkelt. Also ist schon echt Dark Souls Style. Finde ich echt gut. Gefällt mir. Hm. Machen wir uns mal hier um. Jetzt sind wir auf jeden Fall an den Punkt angelangt, der weiter ist als die Beta. Also wo ich zumindest war. Oben ist auch noch was. Komm ich da hoch? Stimmt erst mit dem Werkzeug, wa? Oder von andersrum? Hier drinnen vielleicht? Die toten Menschen hier. Habe ich eine Maschine? Okay. Boah, nichts zum Looten. Laufe ich hier eigentlich gerade rum? Zu still hier.
keine Gegner hier. Ach doch, wollte schon sagen. Oh oh. Junge, nerv nicht. Der muss immer zuerst weg. Oh, hallo. Tiere kann ich nicht lesen, okay. Das ist der Weg nach oben gewesen. Ja, noch höher. Oh, wie geht das mal hier lang? Da geht's dann auch noch weiter. Zwei Kisten. Ob es Trophäe gibt, wir so und so viele Kisten kaputt machen. Jetzt hier schon wieder hin. Zwei Stück. Arschloch. Ja, ich wusste es noch einmal. Der ist irgendwie komisch. Wollt ihr nicht, könnt ihr nicht. Dann halt so. Bleib lapsig gemacht. Komm mal hier. Oh, neue Klamotten. Bin ich ganz schwarz. Oh Gott. Hä? Ach hier. Okay. Wo ich hochgegangen bin. Das ist hier im Prinzip der richtige Weg ist, oder? Da will ich aber nochmal zurück. Es ging ja noch höher. Guck mal hier hoch. Da sind noch mehr Kisten. Hä? Ein Gegner. Du standst Dauermund. Geht mit ihm ab. Komm leider nicht zu dir. Glück. Aber habe ich jetzt nicht. Ah, drei Schlüssel. Muss ich am Leuchtfeuer mal verbessern. Komm ich da hoch? Von der anderen Seite.
gar nicht, wie lange wir jetzt. Na egal. Hä? Neu gekommen? Hä? Da waren noch zwei. Hallo. Ruhig mal was reinlegen. Warte, eigentlich mein Kompass. Das ist übel. Oh. Nein! Aber ich hab schnell einen umgelegt. So, die Kugeln. Ah, verstehe. Der Move war icy jetzt gerade. Über die Dächer dahin oder wie? Hey. So, man soll runterfallen. Okay. Fabrikhafen. Der ist natürlich zu. Bin ich hier überhaupt richtig? Hier muss ich noch gar nicht lang. So? Geh noch mal zu den Hubweg. Irgendwo dahinter. Weg verpasst. Verwirrend. Hey, man rutscht hier runter. Aber ich muss außen rum. Ja, wieder so ein scheiß Feuerspeier. Echt viel HP. Bringt mir was? Einfach mal nichts. Wie riecht das hier schon langsam wieder nach Boss?
War's auch schlecht. Shortcut? Naja. Au! Von hinten, was fällt dir ein? Das Arschloch. Na, schießen. Oh, da ist noch einer oben. Hier unten. Der jetzt hier hin? Da. Hier bin ich. Oh, knapp mit der Ausdauer. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Spiel überhaupt gehen soll. Da lang. Ich werde aber auch zugeschüttet mit den Fiolen, ey. Ich höre irgendwie immer Geräusche. Na, ich muss da hoch. Kann ich die bewegen? Nee. So, oh, ich hab das nicht gesehen. Da sieht man gar nicht so richtig. So macht Sinn. Wo man überall hingehen kann, ey. Oh, 100 Fiolen. Unten? Gegner. Du ja. Noch tiefer. Eine Truhe. Der Rache. Ja, der C auf Kraft. Ja. 80. Gewicht schwer. Es gibt auch Gewicht.
Man bewegt sich aber immer schnell. WTF. Oh, sehr kurze Waffe. Hat auch Blockfähigkeit. Ah. Ups. Selber meiner Frostwaffe. Ah, die hat aber 81. Ah. Gehen wir mal wieder hoch. Ach, er war, dass der mit hergerannt ist. Over there. The steam pump. I will have to go around to get to it. Wieder rüber. Easy. Wow. Granaten auf jeden Fall auch ganz den Arsch voll. Der nächste Boss tut mir jetzt schon leid. Der hier anliegt. War jetzt. Das heißt. Wir nehmen mal. Das Kanal ist schon an, schlecht zu sein. Na komm. Ah, die Granaten testen, hä? Halten wir uns nochmal voll. Dann. Heißt gegen ihn hier. Let's go. Hallo. Eine dumm. Die war dumm, die zweite. Mach mal Schaden. Und eine Frostgranate und er ist gleich gestunt. Das ist hart. Aua. Ich muss schon sagen, die Frostgranaten sind sehr OP. Todesmutmodul. Zustandsmodul, hab schon das her. Oh. Dieses Modul erhöht leicht den von der Aegis verursachten physischen Schaden und ihre Wucht, wenn sie kaum noch Leben hat. Ja, so spiel ich nicht. Oh. Sind wir hier überhaupt richtig? So. Ich hab meinen Kompass rausgenommen. Meinst du? Hier haben wir Leuchtfeuer.
Kürzer. Nee, wird's weitergehen. Setzen wir uns mal hin. Verbesserung. Denn wir können erstmal Modulplatz verbessern. Ich würde sagen, das hier. Nächstes kommt 5. Boah. Leveln. Halt, erste Mal, Burett, kann ich die Heilungskraft erhöhen. So, Waffen. Können wir immer noch Bronze bauen? Eigentlich würde mich als Alchemie reizen, aber. Kraft oder Elan? Ausdauer bin ich eigentlich im Moment zufrieden, mach mal Kraft. Und noch eine Stufe. Jetzt bin ich 70, würde ich schon sagen. Kaufen sind 500 und. Wenig. Da hätte ich dann 2, ne, bringt nichts. Okay. Ich komme auch nicht mehr hoch. Oder doch, komme ich. Okay, geht's ja weiter. Boah, nehme ich. Kann ich nicht anvisieren, jetzt. Das war easy. War in eine andere Richtung. Sollte ich wohl eigentlich von der anderen Seite kommen? X was? Okay. Bronzebahn und Gusseisen. Ich brauche noch einen Bronzebahn. Hä? Öffnen. Aha. So, ich hätte auch von der Seite wahrscheinlich öffnen können. Wäre den Typen dann direkt in die Arme gelaufen. Ah! Glück muss man haben. Okay. Mein. Bessern kann ich nichts, oder? Nee. Wird ein Bronzebahn. Besten wären 3. Sehr sparsam gehen die mit diesem Zeug um. Komm, die beiden nehmen wir nochmal mit, hä? Leicht verdiente Erfahrungspunkte. Ich glaube 100 gaben die, oder? Warte mal, das können wir mal testen. Mach das mal kurz raus. Der eben gab 121. Und 115, also 6 mehr. Boah, immerhin. Todesmut. Ach ja, das war ja, wenn es wenig Energie hat. Okay. Kommen wir jetzt eigentlich zu dem
Ah, so langsam. Den haben wir ja vorhin gesehen. Da. Allerdings leben jetzt auch alle Gegner wieder, gell? Ah. Voilà. That should work. Oh, wieder zurück. Ist hier ein kürzerer Weg. Scheiß Gegner. Zeit auch bald vorbei. Schade. Was denn? Creepy. Ach ja. Wisst ihr, es gab mal eine Zeit, da hatte ich Angst vor dir. Aber mal. Gott, hat der Energie, ey. Nein. Die leben natürlich auch alle wieder. Ah, das war der, der uns vorhin hier gesehen hat. Wenn er da Wand war. Übungsmodul. Oh, wir sind wieder am Anfang. Oh, gibt doch Fallschaden. Gut zu wissen. Oh, hier. Nach oben. Oh, ein Mensch. Bon sang. Peace. I was given orders to come here. An automat that talks. Ah, mais je te reconnais. You're Vaucanson's dancer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. Oh, es gibt sogar Antworten. I have been sent by the Queen. Sa Majesté? Is she safe? Yes. She is at the Château de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us.
and it seems we've both arrived too late. He must have gone scurrying back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. Uh-huh. There are machines wreaking havoc on the Esplanade. So I saw, yes. And a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by Les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened. But no machine, however resilient, is indestructible. These automats must have a weakness. Some vital axle or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbé Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs on Place Saint-Merry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call. Ah. Du, wir kommen zur pferdelose Kutsche gelangen. Noch Brief? Ah. Oh, einer. Jetzt hin? Ah, das ist die eine goldene Kutsche da unten. Okay, gehen wir mal dahin. Weil mehr ist hier anscheinend nicht. Okay. So, leveln können wir nicht. Verbessern können wir auch nichts. Oder hatten wir. Ne, einen haben wir nur. Okay, was haben wir hier neu? Kutschschlüssel. Tagebuch. Weil das Zeug hier. Marquis de Lafayette. Oh, schon viel erkundet hier, ja. Ah, die Karte habe ich noch gar nicht gezeigt. Wo sind wir hier? Hier. Die zwei Gebiete bis jetzt. Ich hätte gern gesehen, dass hier auf der Karte man so einen Punkt hat, wo man sich gerade befindet. Das wäre cool. Aber okay. Nehmen wir mal die Kutsche. Auch wenn hier in dem Gebiet echt noch viel erkunden ist. Vor allem hier war ich auch noch nicht. Ja, später vielleicht. Dann nehmen wir mal die Kutsche. Mechanische. Ist ja auch nochmal, fungiert auch nochmal als Leuchtfeuer. Eisen, Verbesserung, Boutique, Korrespondenz. Was ist das?
Aha. Kann ich jetzt leider nichts machen. 3420. Das ist eine Menge. Ja, mit jedem Leuchtfeuer erhöht sich auch die Gegenstandsanzahl, die man kaufen kann. Aber warum kann man noch einmal einen Kompass kaufen? Neue Waffen? Nee. End. So, dann haben wir wo reisen. Ich kann auch nach Sound Cloud zurück. Sound. Paint. Tullerien oder La City? Ich weiß nicht, wo muss ich hin? Quatsch. Ja. Ich weiß, ich komme jetzt nicht auf. Ein Stadthaus im Quartier des Saint Eustache. Tuilerien. Den können wir heute finden. Warum habe ich zwei Reisepunkte? Ich habe zwei Hauptziele. Den Comte de Mirabeau finden. Ich bin kein Franzose, ey. Boah. Hier wär's für Siete Amis de Noirs gelang. Die Frage, wo bin ich mit meinem Level effektiv? Ich denke mal hier, oder? Jetzt wird's aber sehr düster hier. Machen wir Gegner. Der gleich hierher kommt. Oh, der Elektrowaffe. Ei. Aber scheinbar komme ich hier klar. 200 gibt der. Oh. Kommen die Bosse wo als normale Gegner her. Sieht sehr weit aus. Oh, das ist der Boss. Okay. Geh mal den Sprung hier. Geht's da runter? Das Spiel noch größer. Gut. Der hat was geworfen. Der hat mich gerade geblockt. Das ist ja frech.
können die also auch. Weg ist der. Blitzresistenz. Stufe 2. Okay. Versuche ich mal den Sprung zu machen. Ne, zu weit. Boah, gerade so überlebt. Ich lade mich jetzt mal nicht ein. Ich glaube, da könnte gleich Leuchtfeuer sein. Ja, ist leider zu weit der Sprung. Oder soll ich gegen den Boss kämpfen? Dardin des Tuileries. Der ist bestimmt optional hier, der Boss. Komm nicht zu dir. Oh. Ist übel. Aber ich muss doch heilen. Gibt es eigentlich irgendwie was zu speichern oder so? Nein, macht's automatisch. Gut, dich kennen wir ja. Beides schlecht. Die können sich gegenseitig verletzen. Das wusste ich auch noch nicht. Der da hinten wäre nett erstmal. Ach, das nette, er macht's für mich. Das ist cool. Immer mehr Energie oder was? Aber ich kenne deine Angriffsmuster mittlerweile auswendig. Du überreißt mich nicht mehr. Bockknopf. Schutzmodul. Der erhöht wahrscheinlich die Resistenzen gegen Blitz und so. Granate. Hier. Hier scheint der richtige Weg zu sein. Gegner. Scheint Eis zu benutzen. Jetzt kommen sie mit Elementwaffen. Elementarwaffen. Natürlich. Hat er wie viel Schüsse? Der ist immer noch nicht eingefroren. Wie Schüsse ich bei dem brauche? Hier. Die halten aus. Der sogar. Aus. Granate. Wissen schon, warum so viele Granaten jetzt hier verteilt werden.
richtig gemein hier. Lass mal mit dem Leuchtfeuer. Oder? Hier kann ich nicht öffnen. Wer hätte es gedacht? Mag ich jetzt schon nicht. Er steht wieder auf, wenn er tot ist. Was war Blitz eigentlich nochmal? Ich glaube, das war wegen der Ausdauer, gell? Boah, so ein Leuchtfeuer wäre jetzt echt mal schönes. Wäre hier gemeine Stelle. Man muss sagen, der ist echt nett. Der Große. Der mir hier hilft. Mein Gott, überall die Wege hier. Ein Gegner. Durchschlüssel? Kommst du Braun? Toll. Nehme ich. Gott, ey. Quartier du Louvre. Oh, perfekt. Monsieur de Mirabeau's home is built on a hill in the area. Gut, meine Damen und Herren, ich werde jetzt den Einblick in Steel Rising wohl beenden. Aber vorher werde ich nochmal meine Waffe verbessern. Jetzt bauen wir noch Bismutblock. Kann man nochmal was verkaufen? Kann man nochmal leveln? So, ich weiß ja, wir haben ja gerade... Gucken wir mal, ob wir noch Level zusammenkriegen. Nein, es fehlen 300. Eck. Blöd. Na gut, wir haben ja jetzt Gegner resettet, dann muss ich dann halt nochmal einen besiegen. Aber gut. Ich würde sagen, das war's. Also mein Fazit ist, cooles Spiel, definitiv, macht sehr viel Spaß und ja, ich hoffe es wird erfolgreich, wenn es euch gefällt, holt es euch, ist auch jetzt nicht so schwer, ist für Nicht-Souls-like-Spieler vielleicht Empfehlung wert, weil man kann auch das Spiel sich sehr einfach machen mit dem leichten Schwierigkeitsgrad. Ansonsten mein Tipp, definitiv Kaufempfehlung,
Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet, wenn es heißt Einblick oder Let's Play mit eurem Smoker. Bis dahin, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.